Es ist AVI Sports, Leute. Was geht ab? Meine neuen Powerlifting-Schuhe sind gekommen. Die Nike Romaleos 2. Und ich habe mich richtig gefreut. Auf jeden Fall habe ich sie jetzt schon testen können. Und zuerst begutachten wir die mal. Zack. Das Design ist einfach mal mega, mega geil. Und ich bin richtig froh, dass ich sie mir geholt habe. Was einen Sinn hat das Ganze? Ich meine, Fitnessstudio. Wenn ich recht überlege, habe ich ja früher Kniebeugen gemacht und Kreuzheben gemacht mit den normalen Schuhen, mit denen ich dann auch laufen gegangen bin. Und diesen Fehler machen halt eben viele. Und dann kamen auch manche und haben halt eben gemeint, dass man die Schuhe ausziehen soll, wenn man Kniebeugen und Kreuzheben macht. Da habe ich ehrlich gesagt schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich habe es eine Zeit lang auch so ausprobiert und habe gemerkt, dass ich mir dadurch den Fuß richtig, richtig platt drücke. Aber was bringen diese Schuhe eigentlich? Das sind ja Powerlifting-Schuhe, das sind ja richtige Gewichtheberschuhe. Und die meisten sagen, beziehungsweise es kommt dann immer so an, als will man Gewichtheber werden oder ins Gewichthebermilieu abschweifen. Nein, natürlich nicht. Ich bleibe ganz normal bei meinem Fitness-Healthy-Lifestyle. Und welchen Sinn machen diese Schuhe? Ganz einfach. Ich habe wirklich fast alles ausprobiert. Am Ende des Tages habe ich gemerkt, dass ich mit festen Schuhen, die wirklich eine feste Grundlage haben, also einen festen Untersatz haben, einfach viel stabiler bin. Und jetzt sieht man es hier richtig schön. Die haben jetzt hier, also die von Nike, könnt ihr mal hier von oben auch gucken, wie die aussehen, und da von der Seite. Hier hinten ist jetzt drauf, die nennen das Nike Power Bridge, das hier. Die hintere angehobene Sohle. Und wie man es von Nike schon gewohnt ist, müsste das ja eigentlich abfedern, aber da es ja ein Powerlifting-Schuh ist, ist das wirklich richtig hart. Da kann man draufdrücken, da tut sich nichts. Und ich habe die Schuhe natürlich auch beim Kreuzheben ausprobiert und auch bei Kniebeugen. Und wie ihr im Video sehen könnt, die bewegen sich wirklich keinen einzigen Millimeter. Also die federn keinen einzigen Millimeter ab, die dämpfen auch nicht. Und das ist auch gut so, das ist Sinn der Sache. Beim Kreuzheben und bei Kniebeugen, weil man kennt es. Jeder, der schon mal Kniebeugen gemacht hat und sich dann, keine Ahnung, 70, 80, 90 Kilo auf die Hantel gemacht hat, gepackt hat, meine ich, der manchmal wackeln die Knie. Das bedeutet, man hat ja meistens in den Hantelbereich, im Hantelbereich vom Fitnessstudio, immer so einen weichen Untersatz. Und dann hat man danach noch die Laufschuhe mit der weichen Sohle. Und das bedeutet, wenn man da wirklich mit dem ganzen Gewicht drauf geht, dann läuft man, hebt das Gewicht ab, läuft ein paar Schritte nach hinten und die Knie zittern. Und es ist einfach instabil. Und da machen diese Schuhe einfach richtig Sinn. Das, was euch natürlich jetzt interessiert, ist, wie viel die gekostet haben. Ich habe die beim Bund Deutscher Gewichtheber geholt und die haben insgesamt mit Versand 196 Euro gekostet. Tut mir nicht weh, im Gegenteil, wenn ich gutes professionelles Equipment fürs Fitnessstudio habe, fühle ich mich dementsprechend besser. Und wenn ich mich besser fühle, ist die Motivation höher und ich bringe eine bessere Leistung. Und mit diesen Schuhen ins Fitnessstudio zu gehen und zu trainieren, es macht viel, viel mehr Spaß, wirklich viel, viel mehr Spaß, dass man wirklich stabil steht, einen stabilen Untergrund hat und dann einfach schön Kniebeugen machen kann, Kreuzheben machen kann. Bei der Beinpresse habe ich es auch ausprobiert. Die Schuhe haben hier, also die Sohle ist ja natürlich hier hinten komplett hart, die bewegt sich nicht und vorne ist, tut sie sich biegen oder kann sie sich biegen. Und Waden kann man damit machen. Und genau, ganz wichtig, wenn ich diese Schuhe anhabe, wie mache ich mich warm? Ich gehe normalerweise mit meinen ganz normalen Laufschuhen ins Training und gehe dann natürlich die ersten paar Minuten aufs Laufband und laufe mich warm. Das geht mit diesen Schuhen natürlich nicht, aber wir haben ja noch zwei Ersatzmöglichkeiten. Das ist dann natürlich entweder das Spinningrad oder den Stepper. Und ich mache meistens dann den Stepper und da funktionieren die Schuhe auch wunderbar. Aufs Laufband würde ich es auf jeden Fall nicht empfehlen, damit zu gehen. Ansonsten, die Schuhe gibt es in verschiedenen Farben. Ich kann jetzt gerade mal hier gucken. Also Neon, Gelb sehe ich sie gerade, dann Weiß-Rot, Schwarz-Weiß, wie ich sie mir ursprünglich holen wollte, Schwarz-Weiß. Dann gibt es Weiß mit dem schwarzen Nike-Zeichen, Rot-Gold, Orange und diese Farbe hier nennt sich Dunkelblau-Rot. Wenn ich mir den Schuh so angucke, ach so,
Genau. Was hatten denn noch? Habe ich ja total vergessen, den Schuh überhaupt mal so ein bisschen zu beschreiben. Also da hast du zwei Klettverschlüsse. Kann man hier auch sehen. Zwei Klettverschlüsse und hat hier drinnen die Schuheinlage. Die kriege ich jetzt ehrlich gesagt nicht raus. Die ist aus Titan. Ich probiere das mal. Einmal ganz interessant, das zu sehen. Wobei, nee, jetzt habe ich die aus Titan natürlich nicht dabei. Hier, so sieht der Schuh von innen aus. Klettverschluss, Powerbridge, vorne ist ein Beakbar. Ansonsten sieht er halt eben extrem gut aus. Und was ich empfehlen kann, beziehungsweise ich würde es generell auf jeden Fall empfehlen, probiert es mal aus. Wenn ihr irgendeinen Kumpel habt, der Powerlifting-Schuhe hat, nehmt es mal mit ins Gym und probiert die Schuhe mal aus. Ihr werdet definitiv einen Unterschied merken. Es ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und ja, dann verlinke ich euch die Seite auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Schreibt eure Kommentare dazu, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen mit diesen Schuhen, generell mit Powerlifting-Schuhen gemacht habt. Das war's von mir. Erfahrung Sports, Leute. Bleibt immer sportlich aktiv! Wir machen die Challenge gegeneinander, Alter. Sportlehrer gegen so Fitness Hygieniker. Ja, gut, das ist Sport.